ich bin Tilman Nett. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Schneider und bin in dem Projekt eConnect Trier angestellt. Ja, da sitzt er. Ja, ich habe in Bonn studiert, an der Universität Bonn, habe dann eine Zeit lang bei der Telekom gearbeitet. Falls ihr Probleme mit dem Handy habt, nicht zu mir kommen, ich arbeite nicht mehr da. Und ich habe eigentlich vorher relativ wenig mit eingebetteten Systemen oder ja solchen Einplatinencomputern gearbeitet, sondern eigentlich meistens auf wirklich großen Computern, normale Desktop, Server. Das war so mein Gebiet und bin jetzt hier wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Projekt eConnect, wo ich mit dem Pandaboard arbeite. Das heißt für mich ein großer Wechsel. Und ich werde einerseits das Projekt vorstellen, andererseits auch so ein bisschen auf die Implementierung eingehen und so ein bisschen auf die Lessons learned, was für mich eben interessant war als jemand, der eigentlich noch kaum Erfahrung hatte mit eingebetteten Systemen, was ich so dabei gelernt habe, das jetzt hier in den letzten 6 Monaten zu machen und was vielleicht auch dem einen oder anderen da helfen kann, wenn er mal selber wirklich hardwarenah auf so einem System arbeiten will. So, erstmal ein bisschen zu dem Projekt. Ja, das Projekt heißt eConnect Trier. Das ist insgesamt Teil eines großen Projektes, das deutschlandweit läuft, namens eConnect, wo es mehrere einzelne Hubs gibt. Hier in Trier sind die beteiligten Personen vor allem der Forschungsverbund Verkehrstechnik und Verkehrssicherheit. Das ist so ein gemeinsamer Forschungsverbund hier von der Hochschule Trier und von der Universität. An der Hochschule Trier sind das die Fachbereiche Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau. An der Universität Trier ist das eine Abteilung bei den Psychologen von Professor Frings, und zwar die allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Ansonsten haben wir hier in Trier auch noch die Stadtwerke dabei und ABB. ABB hat mir vorher gar nichts gesagt. Das fällt mir jetzt immer wieder auf, wenn ich an irgendwelchen Elektroanlagen vorbeikomme, dass da so ein großes ABB dran steht. Mittlerweile sagt mir auch was, die machen halt diese ganzen Elektroanlagen. Ist nachher noch sehr wichtig bei dem Projekt. Und das Ganze wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft. Ja, immer dazu sagen, schön. Gut. Ja, bei dem Projekt geht es darum, dass wir hier im Raum Trier Elektromobilität erforschen wollen. Und zwar haben wir mehrere Elektroautos, die fahren auch schon rum. Vielleicht hat ihr der eine oder andere schon mal in Trier gesehen, da steht dann auch groß eConnect drauf. Und da geht es um eine ganz konkrete Problematik. Und zwar ist es mit Elektroautos eigentlich nur sinnvoll, die zu verwenden, wenn man erneuerbare Energien verwendet. Ansonsten verbrennt man einfach das Öl irgendwo anders und es macht nicht wirklich Sinn, das in das Elektroauto zu pumpen, weil man auch genauso gut das Benzin einfach direkt verbrennen könnte. Aber erneuerbare Energien sind einfach nicht immer verfügbar. Die sind dann verfügbar, wenn gerade die Sonne scheint, wenn gerade viel Wind ist. Und wenn halt gerade nicht die Sonne scheint, nicht viel Wind ist, dann sind sie einfach nicht da. Die Idee ist jetzt, dass man Elektroautos, die haben einen großen Akku, dass man die auch als Zwischenspeicher verwenden kann. Dann eben, wenn gerade viel Strom zur Verfügung steht, dann wird das Auto geladen. Wenn kein Strom zur Verfügung steht, gibt das Auto wieder Strom ab. Dafür gibt man den Kunden dann ein bisschen Rabatt, dafür, dass sie eben helfen, das Netz auszulasten richtig. Das ist so ein wichtiger Punkt, den wir eben erforschen wollen. Wie funktioniert sowas? Wie kann man sowas technisch umsetzen? Aber eben auch die Frage, werden Elektroautos überhaupt von Leuten akzeptiert oder sagen die alle, das ist vielleicht nicht stark genug oder ich muss mich da stark einschränken? Ist insgesamt halt solche Fragen, die insgesamt über sich um Elektroautos drehen. Wir haben 5 Elektroautos, hatte ich gerade eben schon angesprochen, die jetzt hier schon rumfahren. Da kann man auch, wenn man sich meldet als Proband, falls irgendjemand Lust hat, selber mal so ein Elektroauto zu fahren für einen Monat, kann man sich bei uns anmelden. Wir suchen auf jeden Fall noch Probanden, die gerne mal so ein Elektroauto für einen Monat ausprobieren wollen und uns dann sozusagen auch ein bisschen sagen wollen, wie sie das denn fanden, mit dem Elektroauto zu fahren. Ja, wäre schön, wenn sich dann Leute melden würden. Gut, das Problem ist, wenn man Elektroautos als Zwischenspeicher wenden will, dass man sich so ein bisschen als Benutzer einschränken muss. Das heißt, man kann nicht einfach losfahren, weil unter Umständen wurde gerade der ganze Strom rausgepumpt, um eben irgendwie fehlende Energie für irgendein Kraftwerk, für irgendeine Industrieanlage gerade herzuholen. Und dementsprechend muss der Computer eben wissen, was die Person machen will. Das heißt, man muss angeben, wann will man als nächstes mal irgendwo hinfahren, wie weit ist das ungefähr weg. Und dann kann der Computer planen, wann er wie viel laden muss und wann er zurückspeisen kann, um eben das genauso zu erfüllen. Der Computer heißt in unserem Fall
ein Einplatinencomputer, ein PandaBoard ES. Da ist so ein OMAP 446 Prozessor drauf. Das ist ein ARM V7 Architektur. Das ist relativ ähnlich zu dem Raspberry Pi. Deswegen ist es ganz gut, dass es auch hier jetzt als Vortrag ist. Ich habe das schon mal mitgebracht. Das hier ist unsere Plattform. Da ist hier dieses PandaBoard. Wird es nachher noch eine gewisse Demo-Session geben zu den Sachen, die wir damit gemacht haben. Aber da hat man es jetzt schon mal gesehen. Aussehen soll das Ganze nachher so. Das sehen die Leute, die vorne, weiter vorne sind, vielleicht auch hier, dass es da schon mal läuft. Das ist noch eine ältere Version. Und zwar ist das hier, dass man da eingibt, eben wie viel man immer mal wieder fahren will, die spontane Fahrt. Auf der rechten Seite gibt man ein, wie viel man plant, in der nächsten Zeit zu fahren und kann dann eben auch einstellen, wie weit in der Zukunft diese Fahrt liegt. Und der Computer berechnet dann eben entsprechend, wann man laden muss und wann man zurückspeisen kann und versucht einem eben auch anzugeben, wie viel man spart. Das heißt, da ist diese Prozentzahl. Das ändert sich noch in der finalen Version ein bisschen, da wird nicht mehr Prozent angezeigt. Sind alles gewisse Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Da sieht man dann, man würde jetzt in diesem Fall 12% sparen und den Strom dann eben ein bisschen billiger kriegen, dafür, dass man eben den Stadtwerken Trier hilft, ihre Netze zu planen. Ja, so viel zu dem Projekt. Kommen wir jetzt zu einem interessanten Teil hier. Und zwar, wie haben wir das Ganze umgesetzt? Also, was passiert eigentlich hier wirklich auf diesem Gerät? Ich hatte schon gerade angesprochen, unsere Plattform ist dieses PandaBoard ES. Das ist so ein OMAP 446 System on a Chip. Der OMAP 446 ist ein Mehrkernprozessor im Gegensatz zu dem Prozessor, der auf dem Raspberry Pi ist. Und zwar haben wir zweimal Cortex A9, zweimal Cortex M3, das sind diese Produktbezeichnungen, plus noch sogar einige Prozessoren mehr. Uns interessieren eigentlich nur ein kleiner Teil davon. Dann haben wir hier vorne noch ein Touchscreen, was man bedienen kann. Das ist über USB angeschlossen. Mit dem Fahrzeugrechner, mit dem restlichen Fahrzeugsystem reden wir über USB. Wir haben auch noch Location Tracking, damit wir eben sehen können, wie die Leute das benutzen. Das Auto haben wir auch noch per GPS. Und damit wir die Daten verwalten können, eine Kommunikation über UMTS. Das muss halt alles in dieser Plattform verwaltet werden. Und dabei gibt es einige große Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen, die uns auch am meisten interessiert, nennt sich Mixed Criticality. Mixed Criticality beschreibt, dass man Systeme, die unterschiedlich schnell reagieren müssen, in einem System vereint. Das heißt, in diesem Fall haben wir einerseits ein Echtzeitsystem, Autosar. Wir haben auch ein Nicht-Echtzeitsystem, das ist ein einfaches Linux. In dem Fall ein Ubuntu Core mit einem Linaro-Kernel. Das heißt, wir haben nicht den Standard Ubuntu Core, den Standard Ubuntu Kernel genommen, sondern den Linaro-Kernel, damit wir eigene Anpassungen machen können besser. Und wir wollen diese beiden Systeme zusammensetzen. Das Problem ist, die müssen nachher parallel laufen. Das heißt, wir haben ja, wie ich gerade gesagt habe, hier eine Mehrkernplattform. Und die Idee ist nachher, die Echtzeitteile auf einem Kern laufen zu lassen und die Nicht-Echtzeitteile auf einem anderen Kern. Das Autosar kümmert sich dann so um alles, was wirklich mit der Hauptautofunktionalität zu tun hat. Das heißt, Kommunikation über den Campus und GPS-Empfang, das sind beides Sachen, wo wir sehr schnell reagieren wollen, wo wir sehr schnell Daten verarbeiten wollen, wo uns einfach das Linux sonst zu langsam ist. Wenn wir da erst auf die Nachricht warten müssen, bis wir da irgendwas zurückschicken können, bis das alles durch den Linux-Stack durchgelaufen ist, sind wir einfach viel zu langsam. Linux auf der anderen Seite macht relativ, wenn man das mal mit Autosar vergleicht, relativ High-Level-Sachen. Das heißt, wir haben da die GUI, die man jetzt hier auch schon sieht. Die ist umgesetzt mit Qt4, HTML5 und läuft sogar in einem X11. Das heißt, hier läuft ein ganzer X11-Server drauf, was einfach auf einer Echtzeitsystem-Plattform nicht denkbar wäre, dann X11-Server drauf zu packen. Das ist riesig. Jo. Gut, den Grund hatte ich gerade ein bisschen schon angesprochen. Linux bietet einfach keine harte Echtzeitfunktionalität. Können wir jetzt denken, es gibt zwar diese Realtime-Linux-Sachen, aber selbst die sind für uns nicht schnell genug. Wir wollen wirklich harte Echtzeitanforderungen und da brauchen wir einfach ein kleineres System. Ich habe jetzt mal als Vergleich gerade nochmal nachgeguckt. Der aktuelle Linux-Kernel, den wir auf diesem System benutzen, ist 10 MB groß. Autosar verglichen damit, da benutzen wir eine Open-Source-Plattform für Autosar, ist ungefähr 100 Kilobyte groß. Und diese Open-Source-Plattform ist auch relativ groß. Das heißt,
Es gibt durchaus auch noch kleinere Autosar-Implementierungen, die man darauf nutzen könnte. Uns reicht diese 100-Kilobyte-Implementierung, weil wir da auch kostenlos drankommen als Open-Source-System und die anpassen können. Aber da sieht man einfach mal diesen riesigen Unterschied zwischen Linux und und Autosar. Autosar auf der anderen Seite bietet einfach keine Funktionalität für irgendwelche grafischen Systeme, keine GUI-Bibliothek, keine Standard-Desktop-Hardware. Das heißt, dieses ganze Touchpad und alles könnten wir einfach nicht in Autosar realisieren. Wir müssen sogar die Treiber für GPS und für den CAN-Bus selber schreiben, weil Autosar in der Grundfunktionalität sehr, sehr eingeschränkt ist, eigentlich kaum Treiber bietet. Es bietet eigentlich noch nicht mal, was man so als C-Programmierer gewohnt ist, eine Malloc, sondern man muss sogar sämtliche Speicherverwaltung statisch machen. Und wenn man sich am Anfang nicht gesagt hat, man will den Speicher haben beim Kompilieren des Systems, dann hat man den Speicher nachher nicht. Also sehr, sehr wenig. Wir haben jetzt versucht, das zu realisieren, indem wir das auf zwei Kernen laufen lassen. Es gäbe theoretisch auch noch andere Möglichkeiten, die gängig sind. Also eine Möglichkeit, die sehr oft gemacht wird, ist, dass man virtualisiert. Dann hat man einfach ein drittes Betriebssystem, was sehr schnell läuft, was zwischen diesen beiden Betriebssystemen hin und her schaltet und dadurch eben sorgt, dass das Echtzeitbetriebssystem immer noch Echtzeitfunktionalität realisieren kann. Aber das ist natürlich nochmal zusätzlicher Aufwand. Wir hätten die Virtualisierungsschicht komplett implementieren müssen. Man verliert sehr viel Ressourcen dadurch, dass dieses dritte Betriebssystem noch dabei läuft. Und es ist auch nicht klar, wie schnell kann man wirklich mit Echtzeitanforderungen antworten. Andere Alternative wäre einfach die Hardware zu verdoppeln. Dann läuft auf einer Hardware das Echtzeitsystem, auf der anderen Hardware läuft das Linux. Die sprechen miteinander über CAN-Bus zum Beispiel. Aber dann hätten wir irgendwie eine zweite Hardware-Plattform gebraucht. Und dieses Pandaboard kann eigentlich wirklich mit den zwei Kernen alles, was wir brauchen. Das kann diese GUI problemlos auf einem Kern anzeigen. Da gibt es keinen Grund, dass wir da noch eine zweite Hardware-Plattform einbauen und uns sozusagen die Komplexität und auch die Kosten verdoppeln. Wir sind noch daran, auch zu überlegen, ob man solche Systeme auch anders auf Single-Core-Systemen implementieren kann. Wie gesagt, für ein Raspberry Pi wäre das jetzt nichts. Der hat nur Single-Core-Prozessor. Das heißt, man könnte so ein System jetzt nicht einfach nehmen und da drauf kopieren. Wir gucken, ob wir auch noch Möglichkeiten finden, das Ganze für Single-Core zu machen. Vielleicht wird es dann auch nochmal wesentlich interessant für den Raspberry Pi. Gut, ein bisschen mehr Details. Und zwar, wie wir das Ganze initialisieren. Das Pandaboard startet, wenn man es anschaltet, den ROM-Code. Der ist auf dem OMAP drauf. Läuft einfach los und lädt von der SD-Karte eine Datei, die heißt MLO. Die muss so heißen, muss auf einer FAT-Partition liegen, das ist einfach alles in dem ROM-Code fest verdraht, dass er auf die SD-Karte zugreift, diese Datei lädt und direkt startet. In diesem Fall ist das ein sogenanntes U-Boot-System. Das ist ein sehr kleiner Bootloader, der sehr häufig für solche Systeme verwendet wird, beziehungsweise eigentlich nicht sehr klein, sondern es ist ein Bootloader. Der erste Schritt ist dieses U-Boot SPL. Das ist so eine erste Stufe, die das System ein bisschen initialisiert, RAM einstellt und dann als nächstes so eine zweite Stufe im U-Boot ansteuert. Die zweite Stufe im U-Boot ist relativ groß, die bietet auch schon dynamische Speicherverwaltung, die bietet Zugriffe auf diverse Dateisysteme, die bietet Netzwerkunterstützung, wenn man übers Netzwerk booten will, die bietet Booten von USB, ich weiß nicht was noch alles, also eigentlich ganz viele Sachen, die wir gar nicht brauchen. Wir haben auch jetzt schon versucht, so viel wie möglich rauszuschmeißen, damit wir eben schneller booten können. Dieses U-Boot kann auf die SD-Karte zugreifen, lädt von da aus Autosar, dann wird das Autosar gestartet und sobald das Autosar sich initialisiert hat, starten wir im Autosar den zweiten Kern. Da habe ich jetzt diese kleine Lücke gelassen. Alles, was danach kommt, läuft nicht mehr auf dem ersten Kern. Das Autosar läuft dann einfach normal auf dem ersten Kern. Und alles nach dieser Lücke läuft auf den zweiten Kern. Da haben wir einen kleinen Bootloader geschrieben, der Linux lernen kann. Der kann eigentlich sonst nicht viel. Dieses Linux, wir können leider noch nicht auf die SD-Karte aus dem Autosar herauszugreifen, weil wir haben keine Treiber dafür. Ich hatte mal versucht, einen kleinen Treiber zu schreiben, aber ich habe keine Ahnung von SD-Karten. Falls irgendjemand Ahnung von SD-Karten hat und Lust hat, für uns einen Treiber zu schreiben, dass wir aus dem Autosar darauf zugreifen können, einfach melden, dann können wir es vielleicht sogar noch ein bisschen optimieren. Stattdessen machen wir es so, dass wir das Linux und die Init-RD in das Autosar einkompilieren, alles vom U-Boot zusammen in den Arbeitsspeicher laden lassen und dann einmal das ganze Image von Linux nehmen und es nochmal im Arbeitsspeicher an die finale Position kopieren und es dann von dort aus starten. Das ist das, was unser eigener Bootloader macht. Der muss dann auch noch so ein paar Kernel-Parameter berechnen, weil wir müssen dem Kernel sagen, dass er dieses Autosar auf keinen Fall überschreiben darf. Dafür berechnen wir dynamisch die Kernel-Parameter, wie der Kernel den Speicher zu verwalten hat, sagen ihm hier, da ist kein Arbeitsspeicher, das glaubt er uns auch gerne. Und ja,
Damit fasst Linux unser Autosar nicht an. Wir können Linux starten mit den Kernel-Parametern und dann läuft das alles. So, für die Leute, die sowas nachmachen wollen, man muss sehr niedrig auf das System gehen. Also viel auf dem Raspberry Pi wird hier entwickelt mit Linux, indem man in Linux irgendwelche Sachen schreibt und darauf angeht, wir mussten nochmal eine Stufe tiefer gehen, auf das sogenannte Bare-Metal-Level, wie man das immer so schön nennt. Das heißt, was unser Bootloader macht, wir haben natürlich noch kein Betriebssystem, wenn der läuft. Wir können nicht mehr aufs Autosar zugreifen, denn wir sind auf dem anderen Kern. Und wir müssen wirklich komplett alles selber initialisieren in Assembler und nachher dann auch in C. Unser erster Ansatz war auch zu versuchen, das U-Boot nochmal zu verwenden, dass wir das U-Boot auf den zweiten Kern anstoßen und versuchen es dazu zu bringen, auf den zweiten Kern Linux zu laden. Das Problem ist, das U-Boot macht so viel, das macht nochmal Speicherinitialisierung und alles Mögliche. Das heißt, das hätte uns unseren Speicher komplett nochmal gelöscht und zurückgesetzt. Deswegen haben wir dann gesagt, wir schreiben lieber einen eigenen Bootloader und der ist jetzt eben komplett in dem Autosar eingebaut. Der ARM-Assembler erlaubt auch an sehr vielen Stellen sehr effiziente Implementierungen. Also es gibt sehr schöne Befehle da drin, die sehr effizient sind. Auch die kriegt auch kein optimierender Compiler hin, die so einzubauen. Der ist aber oft sehr komplex. Also da kann man sehr, sehr viel machen. Ich kannte sonst vorher eigentlich nur x86-Assembler und der ARM-Assembler ist nochmal um einige Stufen mächtiger als der x86er-Assembler. Das heißt, das Wichtigste, was wir erstmal machen im Assembler, ist, dass wir so schnell wie möglich eine C-Runtime herstellen. Wir programmieren da an der Stelle nur in C, nicht C++. Man könnte auch eine C++-Runtime herstellen. Wir haben gesagt, wir bleiben in C, weil C++ bringt uns eigentlich herzlich wenig an der Stelle. Wir gehen so schnell wie möglich in die C-Runtime. Und wir müssen ansonsten noch gucken, dass die Systemteile an die richtige Stelle kopiert werden. Wir müssen den Linux-Kernel an die richtige Stelle kopieren. Wir müssen alles mögliche andere an die richtige Stelle kopieren. Das heißt, es ist so eine Bare-Metal-Programmierung, oft ganz viel Hin- und Her-Kopiererei von Code. Man kann kontrollieren durch Linker-Skripte, was wohin nachher kommen soll. Aber das landet unter Umständen durch das Laden nicht an der richtigen Stelle und da muss man es nochmal an die richtige Stelle weiter kopieren. So eine C-Runtime ist relativ simpel herzustellen. Also verglichen mit einer Java-Runtime oder ähnlichem ist das wirklich relativ wenig. Es reicht eigentlich schon, wenn man einen Stack hat, das BSS-Segment gelöscht hat und alles sich dort befindet, wo das Linker-Skript sagt, dass es sein muss. Das heißt, man muss einen Stack herstellen, man muss halt irgendwo ein bisschen Speicher reserviert haben, sagen, das ist Stack, dann initialisiert man den Stack-Point und eigentlich hat man damit schon alles, was man für den Stack braucht, gemacht. BSS-Segment initialisieren ist auch relativ simpel, da geht man mit einer Schleife drüber, stellt alles auf 0, ist dann fertig. Umkopieren ist auch einfach eine Kopierschleife, die kann man sogar in ARM durch die schönen ARM-Befehle sehr effizient machen. Komme ich nachher noch zur Literatur dazu, wo das auch beschrieben wird. Ja. C++-Runtime ist auch nicht so viel komplizierter. Was man vor allem noch machen muss, ist sämtliche Konstruktoren einmal aufrufen, die statisch initialisiert werden. Wie gesagt, ist Overhead, den wir in dem Fall nicht brauchen. Deswegen haben wir gesagt, C-Runtime reicht vollkommen aus. Gut, jetzt komme ich zum dritten Teil. Und zwar, was ich so als Entwickler, der vorher noch nie was mit eingebetteten Systemen gemacht hatte, so aus diesem Projekt bis jetzt gelernt habe. Ist vielleicht für den einen oder anderen, der auch noch nicht so viel Erfahrung mit eingebetteten Systemen hat, sehr interessant. Ja, das erste, was ich gelernt habe, ist, dass diese OMAP 446-Plattform verdammt komplex ist. Vielleicht zum als Aufzählung, wir haben zwei Cortex-A9 Kerne, wir haben zwei Cortex-M3 Kerne, wir haben zwei DSP-Kerne, das sind alles eigene Kerne, die selbstständig laufen können. Wir haben eine Trust-Zone-Unterstützung, theoretisch. Die ist auf dem Pandaboard nicht implementiert, aber die ist zumindest in den ganzen Handbüchern mit drin und wird immer wieder erwähnt. Die hat auch eigene Register, die muss man dann einfach ignorieren. Und einige Teile, da kommen wir noch nicht mal in die Dokumentation dran, zum Beispiel diese ganzen DSP-Subsysteme. Das ist alles nur verfügbar, wenn man ein Non-Disclosure Agreement unterschreibt und Lizenzkosten zahlt, ja, kommen wir alles nicht dran. Das andere, was ich gelernt habe, dass man bei so einem System nicht damit rechnen kann, dass man die Dokumentation an einer Stelle findet, sondern die ist verteilt über massenhaft Dokumente,
über sehr viele verschiedene Spezifikationen, die sich auch alle gegenseitig aufeinander verweisen. Zum Beispiel wird in der OMAP 446-Spezifikation immer wieder darauf verwiesen. Das findet man dann in der ARM-Spezifikation. In der ARM-Spezifikation, wenn man denkt, da hat man es dann gefunden, kann man weiter in die nächste ARM-Spezifikation gehen, weil es dann doch in irgendeinem anderen Dokument wieder steckt. Und das ist sehr viel Durchwühlen von Dokumenten. Gebe ich nachher noch eine kleine Hilfestellung für die Leute, die sowas machen wollen. Gut. Die zweite Lesson, die ich gelernt habe, ist, dass Support immens wichtig ist. Kann ich vielleicht auch ein bisschen erzählen, was ich bei mir zu Hause erlebt habe. Ich habe zu Hause einen Raspberry Pi, also ich bin einer von den Leuten, die hier einen besitzen. Ich habe zusätzlich nochmal geschenkt gekriegt, so eine iGAP V2-Plattform, das ist ein Beagleboard-Klon. Und meine Idee war eigentlich, ich wollte Raspberry Pi als kleinen Server einsetzen. Ich brauche auch noch eine WLAN-Bridge, weil ich keine Kabel durch den Flur verlegen will. Und eigentlich wollte ich den iGAP, weil der WLAN drauf hat, als Network Bridge benutzen. Ja, das Problem ist, das letzte System, was ich für den iGAP gefunden habe, ist Ubuntu 9. Und das wollte ich nun wirklich nicht mehr benutzen. Vielleicht weiß irgendjemand, wo es da neuere Systeme gibt. Ich habe mich umgeguckt, ich habe auch versucht, ein Gentoo drauf zu installieren, aber der neueste Kernel, den ich gefunden habe für das iGAP, ist 2.6.3.2 und damit auch schon ewig alt. Im Gegensatz dazu, der Kernel, den wir jetzt auf dem Pandaboard benutzen, das ist dieser Linaro-Kernel, der wird auch von TI unterstützt. Das heißt, die helfen da, das mitzuentwickeln. Da haben wir einen 3.4er-Kernel. Und auf dem Raspberry Pi, den ich zu Hause habe, habe ich sogar einen 3.6er-Kernel laufen, weil da eben sehr viele Leute mitarbeiten, den Kernel zu verbessern. Sehr interessant, was ich auch feststellen musste. Ich dachte einfach, weil der Prozessor auf dem iGAP ist auch ein Prozessor von TI, das ist eine OMAP3-Architektur, dass die vielleicht ihren Prozessor allgemein so strukturieren, oder ihren Kernel so strukturieren, dass der auf anderen Prozessoren läuft. Nee. Ich habe OMAP4-Unterstützung ausgeschaltet, OMAP3-Unterstützung angeschaltet. Ich habe das Ding noch nicht mal zum Kompilieren gekriegt, weil er mir gesagt hat, da fehlen OMAP4-Funktionen. Und vielleicht mit noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, würde ich den irgendwie kompiliert kriegen. Ich habe versucht, irgendwas zu patchen. Also da fehlt einfach massenhaft Support und dieser Support ist immens wichtig. Da ist natürlich mit der Raspberry Pi Community sind wir in einer sehr glücklichen Lage, weil da gibt es sehr viele Leute mittlerweile, 1 Million verkaufte Raspberry Pis. Und ja, da haben wir sehr viel Support und eben deswegen auch anscheinend den 3.6er-Kernel, was sehr angenehm ist. Das andere, was ich gelernt habe, es ist unheimlich hilfreich, wenn man so ein System kennenlernen will, die Sachen einfach mal selber gemacht zu haben. Wenn man so ein System selber zusammenstellt, wir haben Ubuntu Core verwendet. Für die, die es nicht kennen, Ubuntu Core ist eigentlich keine Distribution. Ubuntu Core sind so die kleinsten Komponenten, die man braucht, um Ubuntu von da aus hochzuziehen. Es ist noch nicht mal ein Kernel dabei. Man kann damit ein eigenes Ubuntu-System schnell bauen, hat ganz schnell das Minimale und kann dann von da aus anfangen, hochzubauen. Wenn man sowas macht, dann wird das System insgesamt sehr viel schlanker. Man lernt auch sehr viel, was man so in so einer Systemarchitektur eigentlich braucht, wie die Sachen zusammenspielen, weil man eben erstmal sieht, was man alles an Komponenten braucht. Das andere, was Systemkomponenten angeht, dass da auch die Distributionen manchmal etwas komisch sind. Zum Beispiel, die GUI ist in Qt 4 gemacht. Naja, als ich auf dem System zum ersten Mal apt-get Qt 4 eingestellt habe, beziehungsweise die Qt4-Bibliotheken funktionieren ohne Probleme. Als ich die Development-Pakete dazu installieren wollte, wollte der mir ganz viel löschen und neu installieren, was ich alles nicht haben wollte, weil da irgendwelche Abhängigkeiten von den Ubuntu-Leuten vollkommen verquer waren. Ich bin dann hingegangen, habe gesagt, okay, ich nehme nicht das Qt4-Paket, ich kompiliere es mir selbst, hat auch ohne Probleme kompiliert. Das heißt, das zeigt, dass da diese Abhängigkeiten einfach, ja, ich sag mal, schwachsinnig waren. Und ja, auf die Art konnte ich eben dann verhindern, dass er mir dieses ganze zusätzliche Zeugs dazu installiert, was ich eigentlich nicht haben will, was mir eben nur das System größer macht und mir Speicherplatz wegnimmt. Manche Systemkomponente, da fehlen auch einfach ARM-Pakete, weil es halt einfach keine Unterstützung dafür gibt, weil die möglicherweise Prozessorinstruktionen brauchen, die auf dem ARM schlichtweg nicht zur Verfügung stehen. Da muss man dann auch mal wieder selber kompilieren. Sollte eigentlich jeder, der mit Linux sich ein bisschen auskennt, schon ein paar Mal gemacht haben. Das ist so ein bisschen ähnlich. Man braucht verdammt viel Erfahrung, um auch sowas zu entwickeln, habe ich das Gefühl mittlerweile. Und eben so ein selbst zusammengestelltes System bietet einem die Möglichkeit, wirklich diese Erfahrung zu sammeln.
Ich habe neben dem Ubuntu Core auch noch versucht, einen Gentoo darauf zu kompilieren, um eben nochmal mehr Geschwindigkeit rauszuholen, zu gucken, ob wir damit noch mehr optimieren können. Das war auch einfach nochmal eine gute Lektion, um da wirklich das System nochmal kennenzulernen. Auf meinem Raspberry Pi zu Hause habe ich auch extra Gentoo installiert, um eben zu sehen, nochmal wirklich genauer, wie die einzelnen Sachen zusammenspielen, was man alles noch rauswerfen kann, um das System schlanker zu machen, um es schneller zu machen. Selbst wenn man es nicht vorhat, das zu verwenden, weil es einem zu komplex ist, ist das wirklich eine gute Lektion, es mal auf die Art gelernt zu haben. Ja, für viele Aufgaben lohnt es sich auch einfach als Erfahrung, mal ein Bare-Metal-System oder ein Bootloader selber geschrieben zu haben. Also ich habe auch mal am Anfang versucht, eben nicht über das U-Boot zu gehen, weil das U-Boot eben wirklich riesig ist, diese ganze Funktionalität noch dazu bringt, die wir alles nicht brauchen, habe einen kleinen Bootloader geschrieben, der zwar in dem Fall nur ein kleines Blink-Programm startet, weil ich eben bis zur SD-Karte gar nicht gekommen bin, aber es war wirklich nochmal eine gute Lektion, da wirklich so ein ganzes System ohne irgendwelche Hilfe, ohne irgendwas Betriebssystemartiges zu haben und von da aus mal wirklich dieses System anzugucken. Dann zweiten Kern starten, gucken, ob man auf zweiten Kern eine LED blinken lassen kann. Da kriegt man wirklich sehr viel Erfahrung. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass bestehende Systeme sehr oft alles andere als effizient implementiert sind. Und dass da auch Leute irgendwie nicht so richtig auf die einzelnen Teile geguckt haben. Ein Beispiel, was ich jetzt in letzter Zeit noch gefunden habe, ist zum Beispiel, dass bei der Standardeinstellung von Ubuntu der in dem Bootloader der Kernel als erstes im gepackten Zustand an die endgültige Ladeadresse kopiert wird. Der Kompressor guckt dann aber, ob der Kernel beim Laden den beim Dekomprimieren den Kompressor überschreiben würde, kopiert sich dann selber nochmal eine andere Adresse, um dann den Kernel an diese Ladeadresse zu dekomprimieren. Das heißt, der kopiert ganz oft diesen Kernel hin und her, wo man sich eigentlich eine ganze Menge sparen könnte, indem man den Dekompressor direkt an eine andere Adresse kopiert. Dann würde es alles passen und dieser Fall würde nicht aufpassen, könnte man nochmal eine ganze Menge Zeit beim Booten sparen. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie wohl ein bisschen durcheinander gekommen, was da die einzelnen Ladeadressen sind bei Ubuntu. Gut, als letztes habe ich noch gesagt, ich gebe ein bisschen Hilfestellung. Und zwar habe ich mal die wichtigste Literatur, die man für sowas braucht, rausgesucht. Das erste, was mir sehr geholfen hat, ist ein PDF, was es im Internet gibt, Building Bare Metal Arms Systems with GNU, wo eben auch mal beschrieben wird, wie man wirklich so einen Bootloader schreibt, wie man bis zu einem kleinen blinkenden Programm kommt, was da alles passiert, was man machen muss, worauf man achten muss, um so einen C-Runtime herzustellen. Also für alle, die wirklich mal auf dem Raspberry Pi auch vielleicht selbst ein kleines System implementieren wollen, ist das bestimmt ein sehr interessanter Text. Das nächste, was ich jedem, der sehr niedriglevelige Systeme implementieren will, nahelegen würde, ist dieses Buch, Arm Systems Developers Guide. Der ist sehr, sehr vollständig, ist auch wirklich von Leuten, die bei Arm arbeiten, geschrieben worden, enthält nicht nur eine Architektur, mehrere Architekturen, sondern viel mehr und beschreibt wirklich alle Teile, die man im Arm-System braucht. Speichermanagement, ja, Caches, eigentlich alles, was man so haben kann. Das nächste, auch sehr hilfreich, hängt bei mir im Büro hinter mir, ist dieses Arm Thumb 2 Instruction Set Quick Reference Card. Der Assembler kann einfach eine ganze Menge. Ich muss jedes Mal wieder nachgucken, was die einzelnen Befehle machen, weil es so viele Variationen von den verschiedenen Befehlen gibt und sehr hilfreich. Kann man sich auch runterladen, gibt's umsonst. Und ja, als letztes noch die gesamten Prozessor- und Board-Spezifikationen. Es wäre jetzt zu viel, das hier aufzulisten. Allein für diesen Prozessor, der hier drin ist, für den UMF446, gibt es, ich glaube, 6 verschiedene Dokumente, die ich durchgehen muss. Die jetzt alle hier aufzulisten, wäre zu viel. Ich habe mal für den Raspberry Pi so eine Literaturliste gemacht, was da wirklich die interessanten Sachen sind. Wer Interesse hat, kann sich die nachher hier abholen. Ansonsten gibt es die auch einfach bei mir per E-Mail. Dann schicke ich die einfach rum, wer sie haben will. Damit kann man bestimmt schon eine ganze Menge mehr anfangen. Und mal selber versuchen, so ein kleines Low-Level-System auf dem Raspberry Pi zu implementieren. Gut. So viel zu meinem Vortrag und zu meinen Erfahrungen. Was jetzt alle interessiert, ich habe jetzt viel erzählt von diesen Mixed-Criticality-Sachen, mal wirklich ein Demo, dass es auch funktioniert. Läuft hier schon. Da sieht man auch mit dem Touchscreen, vielleicht sehen das die weiter vorne sind, kann man hier die Sachen einstellen. Entsprechend passt sich auch die Prozentzahl an. Was jetzt nur die Leute sehen, die nachher vielleicht nach vorne kommen, hier blinkt eine kleine LED. Die LED
die wird nicht von Linux angesteuert, sondern die läuft genau im AutoSAR. Und daran kann man sehen, dass das AutoSAR noch im Hintergrund läuft auf dem anderen Kern. Das macht im Moment noch nicht viel anderes, weil wir die restlichen Teile noch nicht haben. Aber so sieht man schon, beide Betriebssysteme laufen nebeneinander, vertragen sich gut. Und ja, als weitere Demo. Man kann sogar, das sieht man jetzt leider nicht, was ich hier mache. Das muss ich erzählen. Man kann sogar das Linux runterfahren und das AutoSAR läuft weiter. Jetzt habe ich mir Shutdown vertan. Ja, genau, Linux fährt runter. Ich hoffe, irgendjemand sieht weiter die LED, die hier blinkt. Das ist die rechte von den beiden. Der ist das jetzt komplett egal, dass Linux runtergefahren wird. Die blinkt einfach immer weiter. Genau. Bildschirm ist aus, das heißt, das Linux hat jetzt alles abgeschaltet. AutoSAR läuft problemlos weiter und ist relativ unbeeindruckt davon. Die Idee ist, dass wir jetzt auch noch versuchen wollen, das sozusagen als kleinen Stromsparmodus zu benutzen, wo Linux eben nicht läuft, wo wir die Hardware so weitestgehend abschalten können, dass wir jetzt aus dem AutoSAR nochmal Linux wieder neu starten können. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt einer der nächsten Schritte, wofür wir auch ein bisschen Kommunikation brauchen, damit wir aus dem AutoSAR Linux sagen können, fahr dich herunter. Das sind alles noch Teile, die als nächstes kommen, aber soweit sind wir schon mal. Das war's von mir. Falls Fragen sind, immer her damit. Falls irgendwelche Anregungen noch sind, auch gerne. Ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.